In der heutigen Programmier-Challenge geht es ums Würfeln. Besser gesagt, um einen Würfel. Und dieser ist gebaut aus mehreren Schichten. Also es ist ein dreidimensionaler Würfel beliebiger Kantenlänge mit entsprechenden Werten. Sagen wir mal Zahlenwerten. Das heißt, jedes Element in diesem Würfel hat einen entsprechenden Wert. Und wie man auch kurz vorher gesehen hat, auch diese rote in der Mitte, der innere Würfel sozusagen, der hier umschlossen wird, hat einen Wert. In diesem Fall haben wir einen Würfel aus zwei Schichten, also den roten drinnen und einen umgebenden Würfel. Er kann auch mehrere Schichten haben, das funktioniert natürlich auch. Und gesucht ist jetzt Folgendes, eine kleine Funktion, die die Summe aller Werte der äußersten N-Schichten ermittelt. Also wenn wir diesen Würfel hernehmen, dann haben wir alle Werte des äußeren Würfels aufaddiert und auch den inneren, wenn wir n mit 2 belegen. Wenn wir n nur mit 1 belegen, dann sozusagen nur die Werte des äußeren Würfels und nicht des inneren. Und wer es jetzt etwas spannender möchte, der macht das Ganze jetzt mit einer einzigen Schleife. Dann ist es ein bisschen mehr zu überlegen. Gut, damit ihr auch Demo-Werte habt, ja, machen wir so ein Capture the Flag. Das wäre sozusagen die vordere Seite, das wäre die obere Seite des Würfels. Dann haben wir links davon, die wir nicht sehen, dann rechts die Seite, die wir auch sehen. Das wäre jetzt der Boden und das wäre die Rückseite oder die Werte der Rückseite des Würfels. Und natürlich braucht auch der innere Würfel einen Wert und der bekommt den Wert 42. Gut, also schreibt in die Kommentare, was dann rauskommt und viel Spaß beim Programmieren dieser Würfel-Challenge. Also nochmal, beliebige Länge, kann auch 5 sein oder 7. Könnt ihr auch überlegen, wie müsste der Algorithmus aussehen, wenn es eine gerade Anzahl von Elementen ist. Was heißt das für den innersten Würfel? Wie sieht denn das aus? Ist auch eigentlich kein Problem. Also für gerade und ungerade. Und in diesem Fall hat der Würfel nur 2 Schichten. Könnt ihr aber auch, könnt ihr euch vorstellen, nochmal mit einer Kantenlänge von 5 drüber gelegt. Dann hätte er 3 Schichten. Und wir wollen eine Funktion, die die Summe aller Werte der ersten, also der äußersten N-Schichten, ermittelt. Und das Ganze idealerweise mit nur einer einzigen Schleife und dann ist es spannend und in diesem Sinne viel Spaß beim Programmieren.